Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Spiel mit mir Kinderspielzeug. Ich bin's Kati und ich habe hier heute etwas, wie soll ich sagen, Außergewöhnliches. Es ist eine Tasse, die sich von alleine umrührt. Also wenn man Kaffee reinmacht und danach Milch, dann rührt sich das um oder vielleicht Kakaopulver und Milch und das Ganze wird umgerührt. Wir werden das natürlich gleich auch testen. Erstmal schauen, was hier so noch mit draufsteht. Ja, Daumen nach oben. Das ist was für faule Leute. Man kann einen Knopf drücken und dann dreht sich das Ganze. Nicht schlecht für lazy people, wenn jemand wirklich ein bisschen faul, ein bisschen müde vielleicht morgens noch ist und einfach nur den Kaffee oder das andere Getränk umdrehen möchte, umrühren. Der selbst umrührende Becher ist der ideale Freund für rührfaule Menschen. Aha, das habe ich ja noch nie gelesen, dieses Wort rührfaule Menschen. Einfach die Rührtaste am Henkel drücken und schon erhält man mit minimalem Aufwand ein perfekt umgerührtes Getränk. Nur bei Händen zu waschen? Nicht geeignet für Waschmittel. Ach so, ein bisschen komisch formuliert, aber es ist nicht für die Mikrowelle und nicht für die Spülmaschine geeignet, sondern man muss das mit der Hand auswaschen. Ja, dann wollen wir die doch mal auspacken und natürlich ausprobieren. Ich stelle mir gerade schon vor, so ein leckerer Kakao, den man sich dann umrühren kann. Oder vielleicht Tee und dann Zucker rein und dann umrühren. Ah, auf jeden Fall ist ein Deckel mit dabei, damit man das Ganze dann auch mitnehmen kann. Das ist wie so ein Thermobecher. Hier ist der Start- und Stopp-Knopf. Hier, das ist ja auch aus Metall, also hält wahrscheinlich auch ein bisschen warm. Und wenn man das dann mitnimmt, kommt der Deckel drauf und dann kann man hier raus trinken. Hier kann man das Ganze öffnen. Weil ich glaube, die Batterien müssen wir noch einsetzen. Genau. Hier fehlen noch zwei kleine Batterien. Die setze ich mal ein. Und ja, ich glaube, dann kann es auch direkt schon losgehen. Ich habe die Batterien jetzt eingesetzt und schaut mal. Da ist wie so ein kleiner Propeller unten am Boden. Wenn man hier drauf drückt, dann rührt es. Und wenn man loslässt, hört er auf zu drehen. Ja, gut. Dann fehlt eigentlich nur noch mein Getränk. So ihr Lieben, ich bin zurück. Ich habe hier Milch ein bisschen erhitzt in der Mikrowelle und dann hier in die Tasse reingegeben. Die Tasse fühlt sich jetzt auch richtig schön warm an. Also toll für den Winter. Und dazu gebe ich jetzt ein bisschen Kakao, damit wir dann schauen können, wie man das Ganze umrührt. Kakaopulver habe ich und da kommt jetzt einfach hier ein Löffel mit dazu. Oder ich mache gleich zwei Löffel mit rein. Dann ist es schön schokoladig. So sieht es jetzt aus und jetzt probiere ich das mal mit dem Umrühren. Sehr cool. So ein richtiger Strudel und schon habe ich einen Kakao sogar mit ein bisschen Schaum oben drauf. Das ist ja perfekt. Nochmal. Boah, das funktioniert viel besser noch, als ich dachte. Hier ist so schön Schaum oben drauf. Den kann man jetzt sich hier auch so runternehmen. Den liebe ich auch immer bei Kakao, wenn da so ein Schaum oben noch mit dran ist. Mm. Ein schöner Milchschaum. Lecker. Also echt super cool. Super einfach auch. Ja, perfekt. Und wenn man das Ganze mitnehmen möchte, setzt man sich noch hier den Deckel oben drauf. Also von mir gibt es auf jeden Fall beide Daumen nach oben für diese Tasse. Ich hätte gar nicht gedacht, dass die so cool funktioniert. Richtig, richtig cool. Daumen nach oben. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mal auch einen Daumen nach oben da. Und schreibt gerne auch in die Kommentare, wie findet ihr die Tasse? Ist das nicht perfekt? Perfekt für faule Leute. Man hat direkt so schön aufgeschäumte Milch. Das Ganze rührt sich. Man kann auch mal zwischendrin noch mal ein bisschen nachrühren. Oder wenn ich denke, ach, ich schütte mir noch ein bisschen Milch dazu. Einfach noch mal hier auf den Knopf drücken. Und schon entsteht ein schöner Milchstrudel. Also für mich ist das perfekt. Was sagt ihr dazu? Gerne alles unten in die Kommentare schreiben. Wenn euch das Video gefallen hat, ich habe es schon gesagt, gerne einen Daumen nach oben da lassen. Schaut uns auch unsere anderen Videos, abonniert unseren Kanal und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Tschüss!